Die meisten Frauen oder die meisten Betroffenen haben eigentlich nur einmalig eine Blasenentzündung und neigen nicht zur Chronifizierung oder zum Wiederauftreten. Das ist zum Glück bei den allermeisten so. Es gibt aber Fälle, wo es auftritt und das liegt gar nicht so selten daran, dass man initial die falsche Behandlung gewählt hat. Das ist zum Beispiel heutzutage sehr wichtig, das Antibiotikum wirklich exakt auszusuchen. Dazu ist es wichtig, dass man den Urin sehr genau untersucht und sehr genau bestimmt, welches Bakterium ist es denn überhaupt, was hier die Entzündung ausgelöst hat, um eben auch das korrekte Antibiotikum auszusuchen, weil wir es in der heutigen Zeit häufig auch mit Resistenzen zu tun haben. Das heißt, eine Chronifizierung kann kommen, weil man das falsche Antibiotikum genommen hat oder eben nicht lange genug diese Therapie gemacht hat. Und wenn man diese chronischen Entzündungen hat, fragt man sich häufig, was ist der Grund, warum habe ich das? In der Tat gibt es auch Neigung zu solchen Dingen, insbesondere bei Damen in der Postmenopause ist es zum Beispiel so, dass sich hormonelle Veränderungen ergeben, die eben einen Harnwegsinfekt begünstigen. Hier können zum Beispiel Östrogensalben helfen, eben die Anzahl von Blasenentzündungen zu senken. Und es gibt auch ganz selten, zum Beispiel nach häufigen Geburten oder derartigen Dingen, auch anatomische Veränderungen im Urogenitalbereich, die durch den Urologen oder Gynäkologen gut abgeklärt werden können, wenn Patientinnen hierzu zu häufigeren Infekten neigen. Eine Blasenentzündung kann entstehen oder auch chronisch werden, auch durch die Einwirkung von bestimmten Hygieneartikeln oder auch von der Einnahme durch die Pille. Hormonpräparate können all diese Änderungen, die ich erklärt hatte, auch verursachen, dass in dem Bereich der Harnröhre und der Genitalregion eben Veränderungen im Milieu des pH-Wertes entstehen. Das passiert, wie gesagt, durch hormonelle Sachen, aber auch durch Hygieneartikel. Oder natürlich ist auch bei Geschlechtsverkehr, also auch die Frage nach dem Mann, welche Rolle spielt der Mann in der Partnerschaft, auch hierdurch kann es dazu kommen, dass Bakterien der Weg in die Blase einfach erleichtert wird.